Guten Morgen und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf unserem Anglerschmiede YouTube-Kanal. Ich bin mal wieder mit André unterwegs und wir haben eine Mission für heute, und zwar ist das Hecht und Barsch zu fangen. Wir haben in 2 Tagen ein Angelturnier vor uns und für das müssen wir einen Hecht, einen Barsch und 3 Zander fangen. Wir haben noch 2 Tage Zeit, um diese Fische zu finden. Heute geht es auf Hecht und Barsch, wie gesagt. Einen Tag später auf Zander und dann gucken wir mal, wie es wird. Wir starten jetzt, packen das Boot, müssen noch das Boot ins Wasser bringen und. Wir haben noch ein bisschen Arbeit vor uns, aber das gehen wir jetzt gemeinsam an und dann starten wir und nehmen dich mit auf unser neues Abenteuer. Viel Spaß beim Zusehen. Big Perch Time. So Leute, wir sind im ersten Spot angekommen. André hat die Baitcast schon in der Hand. Was wird's bei dir? Ja, ich versuche mal ein bisschen zu chicken. 14 Gramm Kopf, 9 cm Köder, mal gucken. Mal am Grund schauen. Dein Zielfisch ist Barsch, Zander und Hecht. Barsch, Zander und Hecht, okay. Wir probieren unser Bestes. Ich starte mit einem Jigspinner. Die ersten Würfe werden wir jetzt machen. Mal gucken, wie es heute funktioniert. Bei mir wird es eine ganz normale Stationärroute. 28 Gramm Version. Das sollte reichen für einen kleinen Jigspinner, um auch die Anhiebe vernünftig durchzukriegen. Ich probiere, einen Barsch zu fangen. Ob das funktioniert, weiß man natürlich nie, aber wir geben unser Bestes. Jetzt kommen die ersten Würfe und spätestens beim ersten Spotwechsel melden wir uns dann wieder. Vielleicht sogar vorher mit Fisch. Drückt uns die Daumen. So sieht der Spot aus, den wir jetzt gewählt haben. Eine Steinpackung, stark abfallend, oben so ein bisschen betoniert und sehr flach unten. Dann liegen die Steine alle einzeln herum. Und ja, da fischen wir jetzt mit Wobblern, Crankbaits an der Steinpackung. André jiggt ein bisschen mit dem Spinjig. Hier probieren wir es mal. Schöne, langgezogene Steinpackung. Und das ist der erste Spot. Probieren wir uns von oben nach unten abzuarbeiten. Und dann gucken wir mal ein bisschen, ob hier irgendwo Fische stehen, die sich für unsere Köder interessieren. Der erste Fisch ist im Drill. Aller Voraussicht nach ein guter Hecht. Schauen wir mal. Lange hat es nicht gedauert, André. Wie lange sind wir unterwegs? 10 Minuten, oder? Ja. Viertelstunde. Sehr guter Start auf jeden Fall. Das ist noch nicht zu sehen. Jetzt kommt er langsam. Ah, die W6 arbeitet schön. Sieht man den Fisch im Active Target mal ganz kurz? Das ist ganz lustig. Ein Weißer. Hängt ganz knapp. Da ist er ja. Da ist der erste auf dem Spinjig. Hier sieht man den Fisch nochmal. Saugeiler Start. Sehr, sehr schöner Fisch. So kann es weitergehen, Leute. Da geht er ab, da sieht man ihn. Taucht er ab. Das ist er. So, wir werden den ersten Spotwechsel vollziehen. Der Hecht kam, darüber sind wir sehr, sehr glücklich, direkt am Start. Das ist immer super. Wir probieren es weiter. Wir wollen eigentlich noch ein paar Zander angeln, während André hier fast ins Boot fällt, beziehungsweise aus dem Boot fällt. Unser Plan ist es, noch ein paar Zander zu fangen, beziehungsweise einfach die Zander zu suchen, denn wir fischen in 2 Tagen ein Turnier River Fighters. Die Herbstedition und brauchen da einfach 3 Zander am Tag. Deswegen wollen wir heute eigentlich ein bisschen auf Zander angeln, probieren ein paar Barsche zu finden und immer mal ein Hecht als Beifang. Ist auch ganz gut fürs Turnier, der gibt eine gute Motivation und deswegen gucken wir uns jetzt den nächsten Spot an, probieren heute mal den einen oder anderen Spot zu angeln, den wir sonst noch nicht geangelt haben. Und morgen gehen wir wieder auf die altbekannten Spots zurück, wo wir wissen, dass wir schon gut Zander gefangen haben und arbeiten uns hier einfach mal Stück für Stück durch. André, jetzt geht's weiter. Die Sonne kommt auch langsam raus. Und wir düsen los. Wir düsen los. Motor noch rein, dann geht's weiter.
Da ist der nächste André. 18 cm Gummifisch. Yeah! Geil! Da ist der Übeltäter. 18 cm Gummifisch, über die Kante geleiert. Rams, war er weg. So, mach's gut, kleiner Mann. Und weg ist er. Petri. Petri, dank. Ohne Mampf, kein Kampf. Wo der André recht hat. Da hat er recht. Der nächste Fisch ist im Kescher. Und was für einer. Ja, ja, Leute, Leute, was für ein geiler Barsch. Ein Crankbait kam der. Auf dem Fire Tiger Design. Keine Angst vor Fire Tiger, geht fast immer. Ja. Guckt euch diesen Barsch an. Ein herrlicher Fisch, oder? Absoluter Traumfisch. Guckt mir das an. Ganz stark, Petri. Vielen Dank. Ein traumhafter Fisch. Wunderschön. Ja, mal ganz kurz was zu unserer Vorgehensweise an so einem Spot. Also wir haben hier im Hintergrund, könnt ihr es glaube ich noch sehen, eine Steinpackung, ein bisschen mit Uferbewuchs, Schilf und so ist dabei. Und wir stehen jetzt gerade auf einer Tiefe von 6 bis 7 Metern, also relativ tief, werfen aber an diese Steinpackung ran. Und Philipp und ich fischen ja auch Turnier zusammen. Und wenn man so einen Platz abfischt und die Fische sucht, kann ich euch mal als Tipp geben. Einer von uns beiden fischt meistens ein Crankbait, also meistens bin's ich. Einen relativ tief laufenden Crankbait, der geht auf 2 bis 4 Meter. Und Philipp fischt meistens ein Chatterbait, als Searchbait, um die flache Region abzusuchen. Ich werfe ans Ufer ran, mache einen kräftigen Zug, dass der Köder gleich abtaucht und richtig an der Steinpackung nach unten geht. Und Philipp sucht mit dem Chatterbait die obere Region ab. Funktioniert meistens ganz gut und irgendwann kommt man dann dahinter, wo die Fische stehen, auf was sie reagieren. Also einer von euch fischt tief, einer fischt flach und dann kommt irgendwann so ein geiler Barsch dabei raus. Manche fragen sich wahrscheinlich, warum ich jetzt ein Crankbait fische und kein Gummifisch oder so. Also es ist so, die Steinpackung fällt hier sehr steil ab und mit einem Gummifisch, wenn ich den traditionell über den Boden schicken würde, hätte ich vermutlich sehr viele Hänger zwischen diesen Steinen. Und mit einem Crankbait passiert es nicht, weil der Crank am Anfang, man wirft also so nah wie es geht an die Steine und dann macht man einen starken Zug und dann taucht er an der Steinpackung nach unten ab, geht sofort auf Tiefe und man sucht eigentlich perfekt den, ich würde mal sagen, den heißen Bereich ab und mit dem Gummifisch hätte man ständig Hänger. Deswegen Crankbait. Das ist auch ein Tieflaufender, das erkennt ihr vorne an der Schaufel, weil die ein bisschen länger gezogen ist. Es gibt auch Flachlaufende, aber die Tiefen bis Tieflaufenden bis 4 Meter sind genau richtig gut geeignet für diese Angelei. So, der Spot hat uns auf jeden Fall einen Barsch gebracht. Genau das ist auch das, was wir hier wollten. Hecht und Barsch probieren zu fangen. Einer kam raus. Und ja, jetzt fahren wir noch ein Stück weiter hoch in den Fluss und probieren gezielt. 2 Spots für Barsch und eventuell noch einen Zander-Spot. Also wir probieren gezielt Barsche zu fangen. So langsam geht die Sonne unter. Wir haben es mittlerweile 16:30. Wir müssen uns jetzt beeilen. Noch ca. 2 Stunden Helligkeit. Deswegen geben wir jetzt nochmal Gas. Fahren 10 bis 15 Minuten und dann sehen wir uns am nächsten Spot. Bis gleich. Nächster Barsch auf dem Twitchbait. Nicht der größte, aber geiler Fisch. Richtig schöne Tiere. Na komm. Da geht er. Die Sonne scheint und wir sind auch ein Stück weit glücklich über den heutigen Tag. Ja.
Wir haben probiert, allen voran, und da war unser Fokus, Hechte und Barsche zu finden. Haben sie gesucht und haben sie auch gefunden. Ja, ich denke, wir können ganz zufrieden sein, ja, auch mit absolut. Den Größen. Ja, das sollte passen. War ein cooler Tag. Haben wir immer mal auf Zander probiert, aber die Strömung in den Flüssen, in denen wir uns heute bewegt haben, war sehr, sehr wenig bzw. nicht vorhanden im Vergleich zu den sonstigen Bedingungen. Von daher, morgen geht's für uns auf Zander. Mit Sicherheit werden wir da auch wieder ein kurzes Video drehen für euch, nehmen euch wieder mit ans Wasser. Auf jeden Fall. Wir genießen jetzt noch die Sonnenstimmung, fahren zurück in den Hafen, gehen in Ruhe was essen. Heute Abend werden wir den einen oder anderen Gummifisch durch unsere Ferienwohnung werfen, ein bisschen fachsimpeln und einfach noch einen schönen Abend machen. Davor gibt es noch ein Schnitzel. Ein Schnitzel? Ich bin gespannt. Ja. Die Jungs haben das letzte Woche schon angetestet. Richtig lecker. Ich bin gespannt. Also, wir sehen uns im nächsten Video. Vielen Dank fürs Zusehen. Gerne den Kanal abonnieren, kommentieren, liken und die Glocke anmachen, damit ihr die nächsten Videos nicht verpasst. Und Daumen hoch. Und Daumen hoch. Bis dann. Ciao. Macht's gut. Meiner, der so riecht. Deiner.